Das ist richtig schön spooky jetzt hier. Herrlich. Hey, so der Leon hier, ich bin wieder da und endlich mit einem neuen Video aus Escape vom Tarkov. Ja, was war los? Ich war 2 Wochen lang mehr oder weniger weg vom Fenster. Das hat einerseits damit zu tun, dass ich krank war. Meine Stimme ist noch immer nicht wieder da, wo sie eigentlich sein sollte. Und dann ist es einfach so, ich bin kein Vollzeit-YouTuber, ich bin ein Vollzeit-vollbeschäftigter Familienvater. Das heißt, ich habe auch mal ein bisschen was auf Arbeit zu tun. Und ja, das hat mich davon abgehalten, aber letzten Endes, ich sitze wieder am Rechner, ich kann wieder spielen und demzufolge gibt es auch wieder neue Videos. Und am Dienstagabend war die Gelegenheit für mich, Halloween ein bisschen vorzufeiern und deswegen gab es einige Raids mit dem sehr, sehr knuffigen Jack-O-Lantern-Helm aus Escape from Tarkov, den die Entwickler wieder eingefügt haben kurzfristig. Und demzufolge habe ich den Abend damit verbracht, mit diesem Helm rumzulaufen. Vorrangig in Nachtraids, damit es eben auch ein bisschen Spaß macht und damit auch die entsprechende Wirkung zum Tragen kommt, hier mit diesem wunderschönen Lichtschein, den man vor sich hat. Man ist natürlich da eine Zielscheibe für jeden, der irgendwo in der Nähe ist, weil man leuchtet einfach wie eine Fackel im Dunkeln. Deswegen bin ich das ein oder Mal sicherlich hier draufgegangen, wie sonst nicht üblich, aber nichtsdestotrotz. Der Abend hat Spaß gemacht und für euch gibt es daher hier die besten Fights des Abends. Ich wünsche viel Spaß und wir sehen uns ganz sicher demnächst wieder in Tarkov und heute Abend, wenn das Video draußen ist, auch bereits wieder im Stream. Also, macht's gut! So. Los geht's. Einen Abend vor Halloween. Haben wir Spaß mit den Halloween-Masken in Escape from Tarkov. Ich gehe davon aus, dass ich hier ein ums andere Mal sterbe. Aber wir werden sehen. Ja, die Sicht ist übel mit dem Kürbis, aber es macht schon Spaß. Und hier drinnen ist es ja auch besonders dunkel. Sieht aus, als gäbe es hier nichts. Gehen wir noch mal durch.
Ja, es ist erstaunlich ruhig. Das ist das. Oh. Die Tarkov-Götter meinen es gut mit mir. Aber das funktioniert nicht. Aber das Infrarotskop ist natürlich. Perfekt. Na, das sind hier. Ich glaube, um die 200.000 Rubel. Wow! So. Auf geht's. Oh ja, ich sehe schon blitzen. Scavbus ist wieder hier im Zweierdoms. Alles klar. Die werde ich brauchen. Oh, da kommst du mit der MP5 nicht durch die Fortarmung.
Er hat mich gesehen. Das war ein Spieler. Grotika!